Leute, recht herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich mache heute einen Vlog. Ich gehe heute mit dem Raul ein Interview drehen. Er ist ein Schweizer Meister geworden. Wahrscheinlich ist es jetzt schon aufgeladen. Also die es noch nicht gesehen, das Interview, könnt es gerne abchecken. Ich tue es hier oben verlinken, dann könnt ihr schauen. Plus, ich nehme euch einfach ein bisschen mit, was ich so die nächsten Tage, Wochen mache. Ja, let's go. Lasst ein Like und ein Abo da. Machen wir die 500 Abonnenten voll. Übrigens hier im Löwencenter, hier Bäckerei, wie heisst sie? Ich weiss gerade Bäckerei nicht, aber auf jeden Fall machen die hier die besten. Die machen die besten Schokoküchen. Ich kann es mal in einem anderen Video zeigen. So. Da ist der Schweizer Meister. Bodybuilding Schweizer Meister, Mann. Gratuliere wirklich. Bei den Junioren. Nächstes Jahr rockst du noch alles andere. Aber dann der nächste Step. Also, wir nehmen das hier auf. Eine Kamera, zwei Kamera. Ja, genau. Also, komm. So, wir sind jetzt fertig. Ihr merkt schon da, der Vibe. Der Vibe in dem Gym. Der kommt schon wieder. Ich will euch vorstellen, der hat irgendwie vor... Wann hast du gegessen? Vor eineinhalb Stunden? Ja. Und er ist schon wieder. Am Abend ist er auch noch. Es ist schon Abend? Nein, am Abend sind wir am 11. Und jetzt ist es 9 Uhr. Ja. Was hast du? Reis mit Hackfleisch und so Proteinkäse-Scheiben drüber. Das habe ich gestern entdeckt, das schmeckt mal geil. Okay. So, wir sind jetzt fertig mit dem Video. Ich gehe jetzt heim. Der Raul hat gesagt, er geht noch Vlogs schneiden für seinen YouTube-Account. Der Hustle ist real. Alter, die Lampe ist schräg. Siehst du das? Das ist der alte, schau mal, wie es rotte ist. Der funktioniert top. Ich kann dir, schau. Willst du mich kurz filmen? Ja, ja, auf TikTok habe ich Rip Roller. Schau, ich mache jetzt schnell den Roller an und du filmst mich und du siehst gerade wie hinten, wie viel Rauch rauskommt. Also, schau jetzt. Ich weiss, es ist nicht gesund für alle, die nicht fahren, ihr habt nicht gefährlich, ich weiss. Aber schau jetzt. Der Mochi, kennst du den Mochi? Der tut immer so einen Schnüffel nehmen. Wenn er rauskommt, dann wird er sterben, Alter. Ich räume jetzt noch mein Zimmer auf, plus ich fahre jetzt an lernen. Und was mir vorher noch ein lustiges passiert ist, als ich den Roller angemacht habe, nach dem Gym, zum Heimfahren, ich mache den ja an, ihr habt ja gestern im Video gesehen, wie fest der räuchert hinten raus. Kommt eine Frau, hat so gefühlt so viel nebendran, hat sie ihr ein Velo. Ich mache den Roller an, voll auf sie, der ganze Rauch. Und dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, sorry, ich bin gerade weg, da bin so losgefahren. Und weg von ihr, weißt du, alle Rauch, alles in ihr Gesicht hinein, Mann. Oh, die arme Frau. Ja, kann ich noch kurz sagen. Und jetzt muss ich lernen und meine Sachen erledigen am Nachmittag. So, ich habe jetzt noch gelernt und etwas gegessen. Und jetzt gehe ich noch zum Coiffeur. Ich denke es jedes Mal wieder, wenn ich in dieser Stadt rumlaufe, wie schön das hier bitte ist. Wie schön. Boah, ich sage euch ehrlich, heute hat er top geschnitten. Warte, ich muss schon ein Handy anstellen. Wow. Also er hat wirklich gut geschnitten heute, wirklich. Schaut mal, wie schön die Farben sind. Schön orangig, dann die weißen Berge schon. Hat einmal geschneit. Dann haben wir hier die Pilatus. Ja, die Sonne ist jetzt genau runtergegangen. So schön hier. Ich sage euch ganz ehrlich, Luzern ist wirklich eine der schönsten Städte, die es gibt. Ich schwöre es euch auf alles. Ich kann es sagen, was ihr wollt. So, ich hatte die Schule. Ich habe heute das nicht gefilmt, weil in der Schule kann man nicht viel Gescheites filmen. Aber es ist einfach schon fast dunkel jetzt, Mann. Und es ist 5 Uhr. Jetzt haben wir einfach mein TikTok in der Schule angeschaut. Weil wir das Thema Social Media ein bisschen durchnehmen. Ich tue es euch schnell einblenden.
Boah, die Schuhe sind mega bequem. Ich muss ja. Also du musst ja mega gute Kenntnisse am Sport, oder? Genau, ja. Wir lernen das halt über die ganzen 3 Jahre, die wir die Lehre haben. Was würdest du mir für Ski hier empfehlen? Mit dem fahrst du auf der Piste. Ja. Und sonst würde ich dir einen Head anbieten. Ehrlich gesagt könnte ich mir wirklich einen Job vorstellen, der mit Social Media zu tun hat. Aber ich sage immer, so einen Job suche ich das, was du liebst. Oder einen Job, den du mal findest. Das findest du nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess. Also für euch alle, die draußen sind, wenn ihr euren Job oder euren Lieblingsjob noch nicht gefunden habt, macht euch keinen Stress. Ihr findet den irgendwann. Einfach nur Step by Step. So Leute, guten Morgen. Ich bin hier gerade in der Wüste draußen. Es ist morgen 8:30 Uhr. Ich gehe jetzt schnell hier auf dem Velo. Und nachher mache ich noch schnell ein paar Rumpfübungen. Einfach, das ist jeden Tag. Probiere ich das mein Ritual zu machen. Jeden Morgen. Eigentlich, wenn ich noch arbeite, also fast jeden Morgen, dass ich hier ins Gym gehe vorher. Meine Stabübungen, meine Grundübungen, die ich jeden Tag machen will. Und dann super duschen. Abgeschafft. Ich bin jetzt in der Mall geschafft, habe das Mittagessen. Das ist die Mall. Hier arbeite ich. Wenn ihr etwas braucht, nehmt frei. So Leute, fertig geschafft, das ist 7. Ich habe heute keinen Obenverkauf. Ich kann euch ehrlich sagen, Verkaufen ist eigentlich schon fast ein Hobby oder eine Leidenschaft von mir. Ich glaube, ich habe endlich so ein bisschen meinen Job gefunden, wo ich meine Zukunft sehe. Das habe ich eigentlich die letzten, das ganze Leben nicht gecheckt, was ich mal werden möchte, welchen Beruf ich mal arbeiten möchte und alles drum und dran. Jetzt weiss ich, welchen Beruf. Und jetzt kann ich auch mich dort weiterbilden und so weit wie es nur geht, mich aufarbeiten. Es wird langsam Weihnachten, die Briefe haben schon Weihnachtssachen aufgehängt. Es kommt langsam, sage ich ehrlich. Weihnachtszeit, sehr schöne Zeit. Geniessen es mit eurer Familie, geniessen die Zeit, alles drum und dran. Also, oh, mein Lift ist da. Seht ihr, ich arbeite mit Trainerhosen. Gibt es einen Ort, wo ihr mit Trainerhosen arbeiten könnt? Nein. Jetzt geht's heim, mit dem Roller heimcruisen. Daheim muss ich schauen, eventuell lehren und sowas. Moin Meister. Ich habe morgen eine Schule gehabt. Ich habe gestern nicht mehr gefilmt. Ja, Weihnachtsstimmung. Ja, ah, super. Ich werde zusammenschicken, bitte ganz gut geschafft. Ich habe jetzt Morgenpause. Es gibt jetzt zum ersten Mal etwas zu essen. Fisch, Lachs, Erdäpfel und ein bisschen Gemüse. Passt. Moin Meister. Der Arbeitstag ist vorbei. Es ist wieder dunkel. Heute war es richtig geil, weil viel gelaufen ist. Ich liebe das, wenn viele Kunden in unseren Laden kommen und dann wenn ich dann berate und dann vergesse ich die Zeit und dann das ist einfach Ja voll, das war geil heute. Jetzt gehe ich heim, Michel müsste daheim sein. Lass ein Like und ein Abo da für mehr Vlogs. Und da ist mein Baby. Der verrostet sie. Mann. Daheim und noch zum Ausklingen. Ein bisschen Gemüse, Blaubeere, ein bisschen Käse. Vertraut mir, Käse ist OP. Ich mache noch ein bisschen Teigwaren. Genau, ich zeige es euch, wenn es fertig ist. Hallo Michel. Hey. Hallo Michel. Hey. Sag Hallo zu den Leuten. Oh, nice. Hast du dich fertig geschminkt? Super, dann gehen wir jetzt los. Nicht? Nein. Leute, jetzt Michel. Sie zieht auf Luzern. Also sie zieht in die Nähe von mir. Ihr wisst ja, sie hat im Thurgau. Sie lebt im Thurgau. Was ist das Problem? Und sie hat sich jetzt da schon die ersten paar Sachen gekauft für die Wohnung. Einmal so Brokkoli. Dingshandschuhe, wie heisst die? Für zum Backofen. Weißt du, wenn du den Backofen Sachen rausnimmst? Aha, auch ein Video machen, hä? Doch. Könnt ihr Schnee auch schön. Wir fahren ein bisschen in den Hocker rauf und holen ein paar Gipfeli. Heute ist nämlich Sonntag. Und es schneit. Leute! Da! Jetzt schneit. Ja, kann ich ehrlich sagen, das erste Mal, wenn es schneit im Winter, ist schön. Wenn es nachher über eine lange Zeit eiskalt ist und immer Schnee und Eis und alles drum und dran, dann ist es blöd. Und jetzt mit dem Auto und Kurve rumdriften, das ist cool. Das Blenden von Huren! Ja, ich kann eigentlich nur einen Vlog reinnehmen. Und zwar sind wir ein bisschen am Talken, wir haben heute nicht viel gemacht. Willst du jetzt sagen, wieso ich meine Wohnungspläne auf dich komme, ich einfach nicht klar. Ja, das ist auch ein hoher Dreck. Wohnungsplan haben wir. Wir sind auch unfähig zum Sachen abmessen und jetzt muss ich einfach alles selber abmessen. Wir müssen aber alles umrechnen beim Wohnungsplan und du bist ja so gut in Mathe. Mathe heisst er.
Mathe. Und darum habe ich ein bisschen länger gehabt. Aber es ist ganz okay, ich habe Freude gehabt. Aber es wird gut, vielleicht. Ich habe fast gut, aber es ist okay. Aber bald bist du in der Wohnung hier in Luzern. Guten Morgen. Es ist wieder. Jetzt Stau. 40 Minuten Stau. 40 Minuten Stau? Nein, hör auf, es ist nicht was. Ich doch. Nein, wie lange du Zeit hast, wie lange es geht, ist das orange 1 Stunde 38. Ja. Du hast sonst 1 Stunde 15 oder sowas. Da hast du schon etwa 20 Minuten, 25 Minuten Stau oder so. Michael geht wieder heim. Die arme Frau muss jetzt in den Stau fahren. Tschüss. Ciao. Ciao. Nein, vergiss nicht. Tschüss. Und ich trainiere jetzt. Ich hoffe, man sieht mich. Ich finde das ein geiles Gefühl am Morgen. Alle gehen arbeiten, weil vielleicht gewisse sogar noch pennen sind. Endlich trainieren. Fühle ich. Fühle ich. Gehe zu joggen. Was anderes ist, tue ich mich auf die Wärme mit der Seite umziehen. Oh Leute, ich mache euch jetzt ein richtig geiles Lied an und ich jetzt höre. Also, das ist so geil. Mit dem Lied am Morgen, wenn es so dunkel ist, es wird langsam hell, alle gehen arbeiten, bist du am Joggen. Und das Lied vertraut mir. Das ist langsam ab, let's go. So Leute, ich bin fertig. Ist gut gewesen. Hab mich richtig gut gefühlt. Jetzt heim. Und dann vor dem Mittag noch ein bisschen Schule bis machen. Und dann am Mittag gehe ich zu meinen Großeltern essen, wie immer am Montag, wenn ich frei habe. Nachmittag muss ich einiges machen, auch für die Schule und sowas. Ja, mal schauen, wenn ich euch dort mitnehmen kann. Ich hoffe, euch hat der Vlog bis jetzt schon gefallen. Ihr könnt gerne ein Like und ein Abo da lassen. Ich werde in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr so Vlogs bringen. Einfach in Real Life von mir, dass ich erstens mein Leben dokumentieren kann und dass ihr vielleicht Motivation oder auch sonst irgendetwas von mir könnt holen. Also wenn es euch gefällt, so Videos, lasst wirklich gerne ein Like da und zeigt es mir. Schreibt mir auf Instagram oder in die Kommentare hineinschreiben, wie ihr das Video gefunden habt, wirklich. Weil es würde mich persönlich interessieren, dann kann ich es auch an euch ein bisschen anpassen, je nachdem, was ihr Lust habt. So, jetzt mache ich hier noch ein bisschen zu essen. Alter, das will ich meine Brille anlegen, obwohl ich sie nicht anhabe. Wir haben hier verschiedenes Gemüse, Tomaten und Herdöpfel. Das habe ich noch von gestern oder vorgestern. Weiß nicht mehr. Leute, wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Lasst wie gesagt gerne ein Like und ein Abo da, würde mir sehr viel bedeuten. Und wie gesagt, schreibt mir sehr gerne, ob euch das gefällt oder nicht. Ich wünsche euch noch ganz einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wie auch immer, wenn ihr das auch hört. Bis zum nächsten Video. Kuss, Leute.